So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders War Mastered Edition. Wir stehen hier in dem Gebiet, wo angeblich noch eine Kiste ist. Ich habe da keine bisher gesehen. Ich habe jetzt ja in der letzten Folge noch einige Zeit danach geschaut und keinen entdeckt. Ich glaube einfach mal, weil ich mich meine daran zu erinnern, dass dort gar keine Kiste ist, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Ich habe jetzt nicht weiter nachgeguckt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen einfach mal in ein anderes Gebiet und holen uns das nächste Teil der Armageddon-Klinge. Oder ein weiteres. Vielleicht kommen wir ja währenddessen auch zufällig durch eins der Schlangenlöcher, wo ich sowieso noch lang möchte. Ich schätze mal nicht. Könnte sie also etwas hinziehen? Ne, leider nicht. Könnte sich wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen hinziehen, bis wir irgendwann mal beim Richtigen vorbeikommen. Oder bei den Richtigen. Es gibt ja mindestens zwei, glaube ich, wo interessante Dinge noch auf uns warten. Ja. Und da sieht man auch schon, dass hier noch ein paar Dinge sind. Ach, Wulgrim. So, einmal das. Und damit haben wir ein weiteres Stück eines Lebenssteins, volle Leben und sind unglaublich stark aus meiner Sicht. So, jetzt ist die Frage, kriege ich das so hin, dass ich darüber komme? Wie kann man denn nochmal dahin? Huch! Kommt ihr denn her? Das muss jetzt echt nicht sein. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gerade. Das kam unerwartet. Tschüss. Tja. Rennt der jetzt außen rum? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, man sieht hier schon sehr gut, dass da hinten irgendwas ist. Deswegen werde ich mich mal direkt dazu aufmachen. Und dahin gehen. Dürfte nicht so schwer werden. Nee. Die Kampfmusik ist natürlich jetzt immer noch da. Kann mir recht egal sein. Ja. Was soll's. Na komm. Achso, wie wär's denn hiermit? Und damit haben wir ein weiteres Teil der Armageddon-Klinge. Ja, danke schön. Ich würde da gerne mal kurz auf die Karte schauen und feststellen, dass hier angeblich noch eine Kiste ist. Aber wo? Oder sollte das... Nein, das kann nicht sein. Moment. Das muss ich mal kurz überprüfen. Wo könnte hier denn eine Kiste sein? Vielleicht im Wasser irgendwo. Aber das macht keinen Sinn. Ach, geh doch weg hier. Für sowas hier habe ich keine Zeit. Hier vielleicht. Dann kann man hier hinten wieder hoch und kommt dann bestimmt an eine Kiste ran. Zumindest mein Plan. Ich glaube, der geht nur nicht auf. Nö. Toll, hier geht es überhaupt nicht raus. Hä? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Da wird mir eine Kiste angezeigt, aber ich komme nicht ran. Dann halt nicht. Ich bin ernsthaft verwirrt. Gab es mehrere Bugs davon, dass da Kisten angezeigt wurden, obwohl da gar keine sind? Ich weiß es gerade nicht. So. Jetzt werde ich mal kurz testen, wie man da nicht rüberkommt, beispielsweise. Eigentlich wollte ich ausprobieren, ob ich mich vielleicht darüber schwingen könnte.
Wir probieren das einfach mal aus. Wobei, da brauche ich das dafür. Jetzt bin ich gespannt. Klappt das? Hehe, so ist das garantiert nicht gedacht gewesen. Tja. So funktioniert das auch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht habe, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Frage ist nur, wo kommen wir denn hin, wenn ich hier lang gehe? Das ist ja der eigentliche Weg. Ach so, man soll da drunter durchschwimmen. Wer sagt das doch einer? Ja, ich gehe mal, ne? Ja. Mal kurz auf die Karte gucken. Ich ignoriere die jetzt alle mal und sehe, dass wir genau in die andere Richtung müssen, kurz. Aua. Das tut weh. Aua. So. Muss mal kurz in die Richtung. Denn irgendwie hier unten war, glaube ich, noch was. War das hier? Ich glaube nicht. Wer hat wieder nicht auf die Karte geschaut? Richtig, ich war's. Oh. Oh, doch. Ein Teil der Abgrundrüstung. Ja, sowas aber auch. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Konnte ich die übersehen? Oder liegt das daran, dass ich mal tatsächlich den falschen Safe geladen habe? Ja. Das wäre sehr ärgerlich. Aber das werde ich wahrscheinlich nie rausfinden, außer ich würde alle meine Folgen nochmal gucken. Das hatte ich eigentlich nicht vor. So, hier gehen wir mal kurz raus und stellen fest, dass wir absolut richtig sind. Noch ein Artefakt des Typs Soldat. Das muss ich mal kurz nachschauen. Man kann doch irgendwo nachgucken. Genau, dass man, wie viele man schon hat. Uns fehlen noch zwei von dem vom Soldat-Artefakt. Was? Zwei Soldat-Artefakte sowie drei Meister-Artefakte und eins in der Mitte. Wo ich mich jetzt gerade frage, was das sein könnte. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hoffe, es ist viel wert. So, nur mal kurz auf die Karte gucken. Wir scheinen alles zu haben, bis auf das da hinten. Okay, dann. Kommen wir hier raus, wenn ich mich anstrenge zumindest? Ne, glaub nicht. Aber, das hat ja gerade eben schon funktioniert. Gehen wir halt den langen Weg. Muss ich nämlich mich nämlich nicht mit den ganzen Gegnern rumboxen. Da habe ich keine Lust drauf. Jetzt wäre ich beinahe wieder runtergefallen. Meine Nase juckt. Furchtbar. Immer während den Aufnahmen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Funktioniert das? Hey! Dann halt nicht. Und dann komme ich da jetzt vielleicht so schon dran. Nö, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das hat gerade nur auch geklappt. Dann gehe ich halt den langen Weg. Habe ich schon gesagt, dass ich dieses Areal nicht leiden kann, weil es so ewig groß ist. So, wo muss ich lang? Nicht hier lang. Ach ja. Habe ich schon gesagt, dass ich dieses Areal nicht leiden kann? Aber, wenn ich ein bisschen Glück habe, genau, lande ich hier in der Sackgasse. Pferd? Pferd? Boah, Leute, nervt nicht. So, geht doch. Haha. Schon besser. Viel besser. Jetzt haben wir hier nicht viel Zeit verbracht. Hallo, wo laufe ich gerade hin? Wo ist doch da hinten?
einmal stumpf an Vulkan vorbeigelatscht. Top. Grandios. 1A. 10 out of 10. So, endlich. Und zur eingestürzten Treppe. Das ist das Einzige, was wir in diesem Part machen werden. Stellt euch darauf ein. Ich vermute, dass wir am Ende dieses Parts alles fertig haben. Hoffentlich. Für die anderen beiden Kisten, die ich jetzt nicht erreicht habe, beziehungsweise wo ich vermute, dass da gar keine Kisten sind, werde ich mich nochmal umgucken oder umhören am Ende des Parts wahrscheinlich. Um herauszufinden, ob das tatsächlich keine Kisten sind. Mal schauen. Mal schauen. So, bei der eingestürzten Treppe gibt es hier nichts. Da nichts, da nichts. Da ist das, was ich suche. Okay, mehr gibt es hier nicht. Alles klar. Euch gibt es immer noch. Gut zu wissen. Ihr seid noch genauso lästig wie vorher. Und ihr könnt immer noch nichts. Oh, was ist denn hier los? Pferdchen. Du kannst zwar ins Haus, aber es bringt mir irgendwie nicht viel. Ich ignoriere euch alle einfach mal, ne? Du. Bitte schießt mir nicht ab, wenn ich fliege. Das wäre uncool. Aber weißt du was? Nö. I'm out. I'm out. Not interested. Hui. Mhm. Tschüss. Geh da mal. Och nö, lass mal sein, Leute. Wie gut das funktioniert. Ich glaube, hier könnte das jetzt interessanter werden. Genau, jetzt können wir nämlich hier hoch. Müssen uns wahrscheinlich jetzt gleich mit den ganzen Leuten prügeln. Oder sie ziehen ab. Auch gut. Wer auch immer diese Teile der Armageddon-Klinge in der Schattenwelt versteckt. Ich finde das Versteck irgendwie nicht sonderlich gut gewählt, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube, das wird nichts. Das hat keiner gesehen. Das hat absolut keiner gesehen. Das war einwandfrei. Hüpfgaul! Ja, ich weiß, das Pferd heißt Ruin. Und Heppa. Ja, sehr gut. Na, los. Nein, 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 nein. Was tust du denn? Ja, okay, ich gehe den normalen Weg. Ist in Ordnung. Hab's verstanden. Ja. So. Kann ich wenigstens hier irgendwie runter? Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Oh, ich könnte stehen. Ist doch ein Weg. Auch gut. Tschüss. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Frag mich, ob die jetzt hier reinkommen. Wenn ja, wäre das voll gut. Und hier rein? Nö. Schade. Das ist spannende Musik. Hallo Vulgrim, nächstes Areal bitte. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich tatsächlich damals den falschen Safe geladen habe. Oh. Ärgerlich, bin ich eigentlich nur in der Schattenwelt unterwegs? Ja, bin ich. Okay, dann lassen wir es mal. Aber auch hier gibt es wieder nichts zu sehen, oder? Nö. Ja. Ist nicht der richtige Weg gewesen.
irgendeinen dieser Übergänge werde ich noch das eine oder andere Kistchen finden, das weiß ich. So. Hallo? Pferd? Pferd. Jetzt ist der Gaul immer auch das macht, was er nicht soll. Tatsache, habe ich vergessen da hinten. Ja. Kommen die jetzt hier runter oder bleiben die da oben stehen? Hallo? Na du? Stimmt, das geht ja auch. Man kann sich da ja ranziehen. Funktion, die ich nie benutzt habe, wirklich. Aber macht ja nichts. Ich habe echt damals den falschen Safe geladen. Ich habe euch gezeigt, dass es hier den Glitch gibt. Und habe ihn dann quasi ignoriert. Warum hältst du dich da nicht fest? Das hast du gerade eben auch gemacht. Wo war hier der Weg? War der hier? Ah, ja, da war er. Hopp. Meint ihr, sind verärgert, weil ich sie... Oh, eine Kiste. Cool. Meine Lebensessenz. Ja, warum auch nicht? Muss ich dich erst plätten oder kann ich hier irgendwie so schon hoch? Ach Quatsch. Aha. Wir mussten so oder so hier hin wegen der Kiste. Oh, hi Leute. Tschüss. Und damit haben wir ein weiteres Bruchstück erlangt. Perfekt. Was ich mal kurz nachgucken möchte. Gibt es hier noch Kisten? Oh ja. Sogar noch richtig viele. Okay, die muss ich mitnehmen. Weil wir gerade auf dem Weg sind, nehme ich als die hier als erstes mal kurz. Mir wird eine Kiste angezeigt, aber ich sehe keine. Top. Gut, dann nehmen wir halt die erstmal nicht, sondern kümmern uns um die anderen. So, wo war denn die nächste hier? Nein, falsche Taste. Ah, da hinten. Stimmt. Ich erinnere mich, hier oben drauf. Ach so, die sehe ich nur, wenn ich in der normalen Welt bin. Ernsthaft? Das ist lächerlich. Das ist ja lächerlich. Okay, die nächste Kiste ist... Die war da drin, oder? Au. Die war ja im Gebäude. Nee, da muss ich doch mal da rein. Sorry, Leute. Da habe ich scheinbar was übersehen. Einmal wieder hier hoch. Jetzt genau umgucken, wo ich hier was mache. Hier ist es scheinbar nicht. Da hinten. Ich bin gerade etwas irritiert. Wisst ihr, dass die beiden nervt? Hier nervt. Nein, 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 nochmals nein, nein, nein und nein. Kennt ihr schon, ne? Ja. Okay, da muss ich hoch. Alles klar. Wo ist jetzt die Kiste hier? Da ist sie nicht. Also muss die Kiste hier unten sein. Und die Kiste ist hier um die Ecke. Immer diese Kleinigkeit, die man immer vergessen kann.
Gut, das war's auch schon. Auf Wiedersehen, wir sind wieder weg. Naja, brüllt ihr beide mal rum. Ich bin raus aus der Nummer. Ja, ich bin schwach, genau. Schau dir meine Lebensanzeige an. Die widerspricht dir eindeutig. So, dann müsste jetzt hier noch eine Kiste stehen. Frage ist nur, wo? Oh, da muss ich auch noch mal. Oder. Nee, die ist nicht hier unten, oder? Ach, Ruhe da hinten. Nee, die ist nicht hier unten. Oh nein, nicht du. Aua, 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 aua. Wie wär's mit blocken? Blocken geht so. Zu dir wollte ich noch gar nicht. Okay, wir haben jetzt einen Sonderboss gefunden. Das ist ein Typ, den man nur durch Blocken besiegen kann, glaube ich. Meine ich. Entweder ich habe es jetzt richtig gemacht oder ich habe es falsch gemacht. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich meine, ich habe es richtig gemacht. Ich wollte noch gar nicht zu dem. Das war ein Sonderboss. Naja. Mini-Boss tatsächlich. Zu dem wollte ich noch gar nicht. Den gibt es mehrfach. So viel kann ich auch schon mal verraten. Und ich weiß auch, wo ich mindestens einen von denen finde. Ärgert mich nur gerade so ein bisschen, dass ich den jetzt schon versehentlich schon gezeigt habe. Weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich das jetzt gerade richtig gemacht habe oder nicht. Und wenn nicht, habe ich gerade, glaube ich, eine einmalige Chance verpasst. Muss ich den Save Game neu laden? Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann später machen. Naja. Wir werden sehen. Komme ich da jetzt mal rüber? War das. Geht das so? Ja, funktioniert. Prima. Also, wo muss ich hin? Ab direkt da oben. Das ist ja schön. This is no ambush, Horseman. I come alone. I, Uriel of the Hellguard, champion of the White City. Call you, Horseman, to Nex Sacramentum. Fool. I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor. And because he was the best of us. The death oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. Oh, super. Uriel, nochmal. Na, sowas aber auch. Kannst du zwischen mehr als damals? Ich glaube nicht. Oh, du haust aber auf jeden Fall besser rein als damals. Ja, machst du es dreimal? Nein? Ich glaube eher nicht. Das wird ein Part mit Überlänge. Sie denkt, sie könnte irgendwas ausrichten gegen uns. Kann sie nicht. Autsch. Nein, ich werde nicht in die Chaosgestalt wechseln.
Was ich aber machen werde, ist glaube ich heilen. Weil ich unvorbereitet in den Kampf gegangen bin quasi. Na komm her. Ich finde bisher etwas unspannend. Ich könnte ja meine Chaosgestalt verwenden, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Aua. Das war jetzt auch nicht so schwer. Ich finde es bei solchen Kämpfen immer spannend, nicht B drücken. Okay. Oh, das war unvorbereitet. Aua. Sollte ein bisschen vorsichtiger spielen, weil der Kampf ist eigentlich nicht so schwer. Na komm ran. Das war nicht mehr beabsichtigt von mir gerade, das hat irgendwie funktioniert. Und ihre Moves bleiben auch so ziemlich gleich, die sind nicht so anspruchsvoll aus meiner Sicht. Ich glaube, das war jetzt das vorletzte Mal. Das war schon fast knapp, das war glaube ich das vorletzte Mal. Oh ja, das wieder. Dem kann ich inzwischen, glaube ich, ausweichen, weil das ist eigentlich gar nicht so schwer. Cool, oder? Ich wollte eigentlich gar keinen Kampf jetzt noch haben. Aua, das hat Bayern ins Auge gehen können. Ich glaube, ich muss gar nicht auf sie draufhalten, so einfach nur diesen Angriff von ihr blocken, wenn sie ankommt. Sie hält doch recht viel aus, stelle ich gerade fest. Draufgehen willst du so oder so. Ja, ich könnte theoretisch um andere Kombos sitzen, aber warum soll ich andere Kombos setzen, wenn die am sichersten ist? Jetzt komm ran, Mädel. Sonst wechsle ich doch gleich in die Chaosgestalt, weil mir der Kampf zu lange dauert. Oh, ich dachte, du wärst fertig. Nein, warst du scheinbar nicht. Dass ich den blocken kann, bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf. Aber es ist auch nicht so schwer bisher. Ach, das schon wieder. Haben wir es mal bald. Der Kampf wird nicht spannender auf Dauer. Mal ernsthaft. Muss ich irgendwas Besonderes machen? Weiß ich gerade nicht. Rüsten wir doch mal das aus. Gucken, was passiert. When the angel dies, not you.
You swore an oath to me. Abaddon is the destroyer. Liar! To protect you, he kept you from the truth. You pledged to follow your lord into hell, never knowing what awaited you, or what he would become. Abaddon. He was betrayed and became the enemy of all creation. I've been to the tree. Its gift was truth, and I share it with you now. Remember the death oath. Soon it must be fulfilled. Hurra, 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 ein Part mit Überlänge. Von daher würde ich sagen, wir hören an dieser Stelle auch mal wieder auf. Hat nämlich schon lang genug gedauert. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Darksiders Warmaster Edition. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.